Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen. Ihr seht, der Hintergrund steht schon fast. Es ist noch nicht ganz fertig, aber alles ist paletti. Die Figuren sind auch oben am Start. Warte, ich geh mal runter. Da ist Luka Modric, da ist Ronaldo, da ist Ibrahimovic und Lionel Messi. Und heute haben wir Fantasy Foot und wir machen einen random SBB. Ich habe die besten 11 Foot-Helden reingetan, also es sind 8 Stück insgesamt. Plus noch 3 Fantasy-Karten, die sehr, sehr gut sind. Also die teuersten habe ich reingepackt. Und daraus machen wir jetzt ein Video mit dem guten Steini. Servus! Ja, ich bin mal gespannt, weil die Karten sehen gut aus. Karten sehen sehr fresh. Was Schönes, damit wir hier gewinnen heute. Also Ginola zum Beispiel sieht geisteskrank aus, Pelé sieht cool aus, dieser, wie heißt der, Cavill? Oder Cavill, ja. Harry Kewell. Harry Kewell. Dann haben wir noch Isaac, finde ich sehr, sehr cool. Und ja, Peter Crouch ist auch ganz nice. Und was ich sagen wollte, bei Steini nehmen wir auch ein Video auf, das kommt. Wann online, Steini? Weißt du das? Sonntag. Sonntag kommt online. Und Leute, bei Steini gibt es Sonntag einen XXL-Pack-Opening mit geilen Sets. Also du machst so, also nicht Fußball-Packs? Doch, auch. Fußball auch. 7 Fußballboxen und 8 Wrestlingboxen. Also ich habe übrigens Lust, ich wollte nicht sagen, nicht FIFA-Packs, sondern Fußballboxen. Also Real-Life-Karten werden geöffnet, das ist brutal. Und ohne großartig weiter zu schnacken, Steini, ich habe gehört, bei 7.077 Likes machst du oben ohne einen Stream und unten ohne mache ich dann auch. Zieh ich noch World of One. Okay, machen wir so. Machen wir so für die Community. Die Leute, support ein bisschen und dann mische ich das Team durch, Steini. Ich mache das mal kurz und knackig. Und dann kannst du sagen, gleich Positioners für dich und für mich. Wir machen es so, dass wir nicht die zwei gleichen Positionen einfach nehmen. Du kannst losschießen. Bei wem mache ich zuerst? Für dich oder für mich? Mach für dich erstmal. Okay, ich muss in dein Head. In dein Head rein. Hol dir so einen Peter Crouch, der passt zu dir. So ein guter Stürmer, so ein solider. Komm, dann ist der Karte für mich, ich nehme den Torwart. Ah, die Steini-Position. Dann hast du Alexis Sanchez. Es ist, glaube ich. Oh, der geht sogar, ne? Ja, der kostet, glaube ich, über 1 Million oder so. Das ist, glaube ich, der zweiteuerste Spieler bei Foot Fantasy, bei den normalen Karten. Der geht sogar. Okay, komm. Das war eine Scheiß Liga, ja. Nation auch schwierig, aber. Ja. Aber ein Stürmer! Das ist wichtig! Dann such du mir ein Spiel aus, jetzt nicht mit dem Torwart nochmal nehmen. Jetzt kannst du die restlichen 10 Positionen raushauen. Gib mir was Gutes, Bro. Nimm ich dann bei dir. Gib mir so. Gib mir einen Isaac oder, warte, Pelé, Crouchy, Kewell, King. Ich gönn dir einen Crouch. Nimm mir einen linken Verteidiger. Oh, ich war auf den Crouchy schon drauf. Der ist linker Innenverteidiger. Aber du gibst mir Kewell. Der ist auch nicht schlecht, Leute. Der hat auch eine sehr gute Karte. Harry Cavill. Harry Cavill ist im Team. Leute, wir bauen jetzt um Sanchez und um Cavill ein Team. Aber beide müssen in den Sturm. 28 ja. Chemie mindestens drumherum, weil die ja nicht auf volle Chemie kommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, die beiden Brüder sind vorne drin. Kann Kewell Sturm? Kewell kann leider nicht stürmen, nur Mittelstürmer leider. Wichtig. Aber du hast einen Mittelstürmer vorne. Steht der bei dir vorne auch wirklich drin? Der steht bei mir im Sturm wirklich, ja. Sehr gut, dann gehört er da auch hin. Komm, ich halt rein. Ich habe deinen Mittelstürmer. Ja. Und deine rechte linke Mittelwelt, ja. Okay. Wir fangen an mit dem Mittelstürmer und das ist El Shaarawy. Ich werde viele von euch denken, ich spiele zu Ronaldinho oder so ein Quatsch. Machen wir heute nicht. Wir haben rechts Mittelfeld Garrincha mit Icon. Und links Mittelfeld haben wir Moussa Diaby von Bayer Leverkusen. Money Mané, Foden Hoden und Harry Kane. Hast du echt Harry Kane? Hat er eine korrekte Karte. Ihr habt doch Harry Kane im Sturm schon. Harry Cavill. Ist absolut funny frisch. Sturmtechnisch gehe ich mit einer Italiano. Okay. Ein bisschen undercover, aber starke Karte, Politano. Oh, die ist gut, ja. Und ein Z um. Ja gut, ein Z um. Pushen wir den Sanchez ein bisschen. JJ Okocha. Wow. Okay, cool. Ich habe Karim Adeyemi und Julian Brandt. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Start eh schwierig. Aber so, aber jetzt gut. Ist man da. Jetzt gehen wir zu meinen 2 ZMs und bei dir machen wir weiter. Okay, Steini. Wir gehen in die nächste Runde rein. Und ich habe für dich was Schönes am Start. Und Leute, übrigens, falls es noch ein bisschen heilen sollte, es fehlen noch viele Sachen im Zimmer. Kommt alles, aber das Zimmer ist fast fertig, deswegen pushen uns da rein. Zeig mal, was los, Steini. Hältst du rein, oder? Ich habe die Tafel drin, ja. Okay. Ich gehe in eine andere Liga. Damit ich da voll kriege. Ich gehe auf die beiden ZM außen mit 2 Portugiesen. Carvalho und Vieira. Oder Vieira oder wie der ausgesprochen wird, keine Ahnung. Mhm. Und im Zentrum Xabi Alonso. Carvalho, kann der auch im Mittelfeld spielen? ZM? Boah, ja. Krass.
Ah, okay. Und Xabi Alonso. Nee, ich habe Verratti, Pelo und Marquisio. Voll daneben getroffen irgendwie. Gut. Gut, gut. Wichtig. Weil die bringt schon mal ein bisschen Chemie Alonso da rein. Ja, nicht schlechter Spät. Gut. Dann habe ich auf der 2 ZM-Position. By the way, Steini spielt gerade Leipzig gegen Dortmund, gell? Wir haben im Mittelfeld, habe ich Marquisio. Und Leute, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Steini, der kostet 1,4 Millionen. Die Preise sind teilweise so gestiegen von manchen Spielern. Das ist krank. Wen? Ich habe nicht verstanden. Marquisio. Marquisio. Ah, okay. Und wir haben Jorginho. Italiano. Bella ciao. Bella ich musste mich entscheiden, Alter, zwischen Tonali und Jorginho. Und ich habe mich für Tonali entschieden. Aber der Marquisio, den konnte ich gut ausschreiben. Digga, ich habe umsonst 1,4 Millionen Münzen gezahlt. Ich wusste halt nicht. Ich dachte, du willst da erstmal die Sharabi zumachen mit Tonali noch. Scheiße, ja. Aber Jorginho war ein smarten nochmal in die Premier League. Okay, willst du aber da schon deinen Joker aktivieren? Da kommt ein Keeper hin, ja, für Aufbauspiel. Ey, was soll das Scheiße, ey. Ja, dann die Außenverteidiger, ne? Würde ich mal sehen. Ich halt rein. Yes. Okay. Außenverteidigung, habe ich Linksverteidigung, den guten Mann, wie heißt der denn? Ach Digga, der Schwede steht mir im Weg. Wir haben Theo Hernandez, den guten Mann, und Rechtsverteidigung gehen wir nicht mit Kalulu oder sowas, sondern wir nehmen Calabria. Und das ist schon auffällig, aber vielleicht... Nee, machst du gut. Ja? Spinazzola und Benji Pavard. Das Geile ist, ohne Spaß, Spinazzola nehmen wir immer alle, wenn man irgend so einen AS-Rumspieler hat, weil er halt so perfekt passt. Ja, wegen Italiener halt auch. Ja, ich spiele Spinazzola. Scheiße, okay. Und rechts Di Lorenzo. Ja, das ist der Mann, den ich gesucht habe. Ich habe Cancelo und Di Lorenzo. Na gut. Und damit bekommst du Bronze, ja, Bronzespieler okay als Rechtsverteidigung. Easy. Also Bronze Torwart. Ja. Ja, ja, alles klar. Ich lasse den stehen, damit gleich die Chemie einmal steht. Okay, stimmt. Gute Call. Mach ich auch. Also Leute, wir gehen ins Grande Finale. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, aber schwer. Also wenn du den hast, der ist schon sehr auffällig. Und der Rest ist so richtiger Freestyle. Keine Ahnung, ich halt rein. Also ich habe drin. Hä? Ich habe die Tafel drin. Ach so. Ja, ja. Ich habe auch schon drin. Egal, Pech. Kannst du nochmal umstellen. Okay, ich will nochmal um. Sodale. Erster IV, Smalling. Mhm. Im Tor gehen wir mit Ramzi Aliani alias Ramsdale. Ja. Und in der IV gehen wir mit einem El Spanios, Sergio Amos. Scheiße. Ich habe Carvalho. Ich dachte, du gehst noch mit einem Hero. Giallo und dieser Lopez. Das ist heißt, Link aus der Französischen Liga. Ja, I know. Okay. Was hast du jetzt auf der Tafel, ist die Frage. Mr. Steini, Innenverteidigung. Gehe ich mit einem Perfect Link. Badia Schiele, wenn ich nur Französisch könnte, wäre super. Fofana, den kann ich aussprechen. Und im Tor gehe ich mit Inform von Juventus Turin und das ist Perin. Und damit haben wir 28 Mio und haben alles erfüllt. Das passt. Ich habe mich zu sehr auf Diaby versteift. Das ist gut. Weil der Incapi, bleibt jetzt... Ja. Incapi White Rimstel. Very good. Da haben wir beide einen Bronzespieler. Marquisio ja kommt raus. Wen habe ich getroffen bei dir? Weißt du das noch? Rechtsverteidiger. Den schicke ich auch direkt wieder. Den kannst du nach wieder Bahn schicken. Leute, ich leite Steine ein. Wir gehen rein. Ihr seht, es steht einiges auf dem Spiel. Und dann ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Okay. Du hast schon wieder diesen Herrenken. Den kenne ich doch. Ja. Herrenken. Aber das war schnelle Leute. Die gewinnen morgen. Die gewinnen morgen 2-1. Schaffen die Klassenerhalt? Das weiß ich nicht. Oh, es klingelt nach 2 Minuten. Too easy, da hat er mich wieder in irgendwelche Zivilistengespräche verwickelt hier. Steini? Nein. Ja. Oh, hey, das ist aber... Das ist nicht gut. Oh! Nein, egal, macht er gut, auch mal Vertrauen geben dem Bruder. Mhm. Carvalho wusste nicht, dass er ZM spielen kann, der Bruder. Den habe ich als Autogrammkarte gezogen, ich kann nichts mit dem anfangen, Mann! Nein! Weg mit dir! Was für Krüppelschuss? Ich freu mich. Schon letztes Mal hast du Ecuador gemacht. Nee, schon schwindelig. Hilfe. Nein! Was kommt jetzt? Das war's dreimal komplett. Ach. Oh! Pflastert der den rein, ey. Ja. Wow, nee, oh, okay. Okay, Leute. Fantasy Foot Alexis Sanchez ist dumm. Nee. Besser. Dreckiger. Was wird das? Und 4! Hey! Der steht! Was? Boom, Junge! Was war das für ein Tor? Boah, mit was für einer Power, Alter! Hat
Alter, wie geil geschmeidig kam der denn an? Aber was? Du meinst, ohne Spaß? Ja, den muss er einfangen. Der kommt normalerweise nicht so gern ins Tor. Entweder geht der gnadenlos drüber. Ich dachte, der zwiebelt den daneben. Oh, Leute, guck dir das an. Halber Knick. Boah. Das war geil. Das war geil. Aber ich kann meine Taktik noch nicht sagen. Hä? Wie kommen die da? Das ist ja... Taktik bleibt bei mir. Dreimal Sanchez, der ist gut. Wie easy du durchkommst. Und ja, halt, aber der hat auch krasse Laufwege. Oh, Tone, beruhig dich. Da rauchst du jetzt also Marihuana, oder was? Wir nicht ablenken. Wir nicht ablenken, aber du hast ein Tor geschossen und jeder denkt jetzt, du rauchst Marihuana. Weil man sich rausschneiden kann. Mir kann reinschneiden. Okay, warte, ich hab eine Idee. Der sieht auch echt, also der hat eine coole Body, wie sagt man, Body... Body Lotion. Hier, deine Body Lotion. Ui, schöner Ball. No. Nein, das ist nicht dein... Guess who's back? Guess who's back? 4 Stück macht der, Alter. Das ist echt, also das ist wild. Aber Stein, ist es dann wirklich so, dass der wirklich dann immer hart ist bei dir, oder? Nein. Er kann's einfach nicht. Er geht einfach nicht rein. Ach du Scheiße. Nein. Jetzt muss ich 3. Ich muss 3-mal abschließen. Himmel, Donner, Zwirn. Alter, ich hab gefühlt, oder? Lass spielen. Ja, GG. GG, Steini. 3 Discounts. Ein Game, Alter, Hilfe. Also, no joke. Also, Alexis war krank, 5 Tore einfach. Ja, safe. Also, der hat auch echt Spaß gemacht zu spielen. Laufwege, Abschluss. Das war echt ich gut. Ich will nur kurz erwartete Tore will ich noch sehen. Und, was steht da, wie viel habe ich erwartet? 3,7. Ich bin einfach bodenlos, Leute. Wir gehen zum Discardenberg. Machen wir es nur noch. Ich habe umgestellt, Leute. Fertig? Ich bin fertig. Und ich habe Angst Stück. Um Kjuvel, um Garincha. Um Theo, um Jorginho, mein Chelsea-Innenverteidigung ist auch gut, den ist auch ein bisschen was wert. Das sind so die Spieler, wo es ein bisschen Eierflatter gibt. Kurz und schmerzlos, habe ich lange schon nicht mehr genommen. Mhm. Beide Außenverteidiger und den rechten IV. Ah. Erstmal hast du reingeschissen. Beide Außenverteidiger, den einen habe ich nicht umgestellt, der eine war der Torwart. Das heißt einmal Perin und einmal Calabria. Und rechter Innenverteidiger ist Jorginho SBC. Oh. Immerhin! Und der ist weg. Gute Karte. Den werde ich. Die ist richtig gut, Leute. 83 Tempo. Und den werde ich so auch nicht mehr kaufen können. Im Gegensatz zu keine Ahnung, Kjuvel oder Fofana oder Theo und anders und so. Theo! Gut, Theo, dann mache ich eine SBC-Freunde, um es gleich wieder Cowboys ist. Leute, SBC ist ready. Ihr seht, alle sind drin. Schicken wir ab. Steini, vielen Dank für das Spiel. Sorry. Danke, dass du mich in der neuen Wohnung schon abgeschossen hast. Kuss mit raus. Sorry. Das ist echt bei uns immer so eine Wundertüte. Ja, ist auch wirklich so. Aus. Unsere Statistiken gegeneinander sind auch so fucking ausgeglichen. Ich glaube, jetzt müsste, glaube ich, 11-11 stehen, glaube ich, zwischen uns beiden. Das kann ich gut auch sein. Erzählen. Wir werden auf jeden Fall jetzt einen Discard Your Draft bei Steini aufnehmen. Das seht ihr dann am Sonntag. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Danke für euren Support. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak. Und ciao, ciao. Tschüss.